Das ist Jakob, ich bin Felix. Und herzlich willkommen zu den Was geht ab? Shorts. Letzte Woche ist Fred Phelps, der Gründer der Westboro Baptist Church, im Alter von 84 Jahren gestorben. Bekannt geworden ist er als Hassprediger durch seinen Spruch Gott hasst Schwuchteln. Die Westboro Baptist Church, kurz WBC, ist für ihre radikalen Hassparolen bekannt, die sich vor allem gegen Homosexuelle, Juden, Katholiken, den Islam und Amerika richten. Also prinzipiell gegen alle? Ja. Sie sind der Überzeugung, dass Gott seine Auserwählten und die, die an ihn glauben und seine Gebote befolgen, liebt. Alle anderen aber hasst er abgrundtief und bestraft sie regelmäßig. Zum Beispiel mit Kriegen, Naturkatastrophen, Terroranschlägen und Amokläufen. Also mit allem. Besonders auf Homosexuelle haben es die Mitglieder dieser Gemeinde abgesehen. Bei jeder Gelegenheit protestieren sie mit Schildern gegen die gleichgeschlechtliche Liebe. Auf denen steht beispielsweise AIDS heilt Schwuchteln oder zwei Schwulenrechte, AIDS und Hölle. Sie fordern auch die Todesstrafe für Homosexuelle. Ihren Judenhass begründen sie damit, dass die Juden Jesus, Gottes Sohn, umgebracht haben. Glaubensbekenntnisse anderer Religionen lehnen sie grundsätzlich ab. Bekannt wurde die Gemeinde aus Topeka in Kansas durch ihre Aktion bei Beerdigungen von Soldaten. In Hör- und Sichtweite der Trauernden freuten sie sich über den Tod des Soldaten und brachten ihren Hass gegenüber Amerika zum Ausdruck. Das geschah zum ersten Mal 2002 und seitdem regelmäßig. Mittlerweile haben etliche Bundesstaaten Kundgebungen auf Beerdigungen verboten oder einen gewissen Sicherheitsabstand eingeführt. Die WBC-Mitglieder sind der Meinung, dass die Soldaten Diener eines homosexuellen Systems sind. Gott würde sie dafür mit dem Tod bestrafen. Da die USA Homosexualität akzeptieren, ist auch Amerika an sich schlecht und Obama sowieso. Der Anschlag am Boston Marathon sei zum Beispiel eine Strafe Gottes, weil der Staat Massachusetts 2004 die Ehe zwischen Homosexuellen legalisiert hat. Gegründet wurde die WBC 1955 von Fred Phelps. Dieser wies schon früh einen ausgeprägten religiösen Eifer auf. Zusammen mit seiner Frau Margie bekam er 13 Kinder, 54 Enkel und 7 Urenkel. Diese bilden den Grundstock seiner Gemeinde, besser gesagt, sie sind die Gemeinde. Genau das war anfangs auch Phelps' Problem. Die Kirche gab es zwar, aber keine Mitglieder. Deswegen musste er sich einen Zweitjob suchen, um Geld zu verdienen. Als Bürgerrechtsanwalt war er sehr erfolgreich. Dafür wurde er von US-Bürgerrechtsorganisationen wie der NAACP später sogar ausgezeichnet. 1979 verlor er aber seine Lizenz als Anwalt, weil er Zeugen gedemütigt und eingeschüchtert hatte. 1997 schrieb Phelps einen Brief an Saddam Hussein und lobte ihn, dass der Irak das muslimische Land sei, in dem Christen am freiesten ihre Religion ausüben durften. Daraufhin trafen sich die beiden in Bagdad zum Plausch. Nebenbei demonstrierte Phelps noch für Saddam und gegen die USA. Die WBC besteht mittlerweile aus 50 bis 80 Leuten, die entweder miteinander verwandt oder verschwägert sind. Es gibt ein Mitglied, das nicht mit den anderen verwandt ist. Er ist ein ehemaliger Filmautor und durch seine Recherche auf die WBC aufmerksam geworden. Jetzt macht er die Öffentlichkeitsarbeit für sie. Die WBC hat es sich nicht zur Aufgabe gemacht zu missionieren, denn in aller Öffentlichkeit Leute anzuschreien oder zu beleidigen zählt nicht gerade zur Missionarsarbeit. Allerdings nutzen sie immer stärker das Internet, um auf sich aufmerksam zu machen. Zum Beispiel gibt es da Seiten wie GodHatesFags.com. Auch ein wilder Zusammenschnitt aktueller Popsongs gepaart mit der WBC-Ideologie soll wohl anziehend wirken. Fakt ist aber auch, dass sich immer wieder Mitglieder von der WBC distanzieren, aus den unterschiedlichsten Gründen. Die haben dann aber eine Gemeinsamkeit, und zwar die, dass sie von ihrer Familie so behandelt werden, als hätten sie nie existiert. Obwohl Phelps gestorben ist, lebt seine Ideologie in den vielen Köpfen seiner Nachkommen weiter, sodass die WBC wohl auch in Zukunft existieren wird. Was haltet ihr von der WBC? Und wie würdet ihr generell Hasspredigern entgegentreten? Eure Meinung in die Kommentare. Hier gibt es jetzt noch zwei weitere Videos unter dem lieben Felix. Könnt ihr mal auf den Abo-Knopf drücken. Ganz hassfrei geht es zu Texcalibur und alle Social Media Links wie immer in der Videobeschreibung. Genau, das waren die Was geht ab Shorts und wir gehen jetzt ganz hassfrei einen Kaffee trinken. Komm, Felix.